live von der E-Book und neben mir steht der Axel und ist ein Graffiti-Künstler. Seit wann? Seit ca. 1993 habe ich angefangen. Mit 13 Jahren, ja, seitdem bin ich eigentlich dabei. Welcher Graffiti-Künstler hat dich damals inspiriert, das zu werden, was du heute bist? Ja, also zu Anfang waren es Mo2, Zapster und die, sag ich mal, die Leute, die damals hier diese alte Schule da bedient haben in Deutschland. Die haben mich, ja, vor allem Beat Street, White Style, die zwei Filme. Und seitdem lässt mich das nicht los. Es gab mal eine Zeit, so 2-3 Jahre, wo das alles ein bisschen abgeflacht ist bei mir, aber irgendwie seit 2 Jahren wieder hat es mich wieder vollkommen gepackt. Ich bin jetzt hier das zweite Mal bei der E-Book dabei, was das umwerfendes Erlebnis ist, dort mit 80 Leuten, die aus der ganzen Welt kommen, die dasselbe Hobby teilen, einfach mal so zusammenarbeiten, eine Woche zusammenzuleben, das ist einfach grandios. Wenn du schon solche vielen Bilder gemacht hast, hast du wahrscheinlich auch schon viele Bilder gesehen. Wo ist deiner Meinung nach die geilsten Bilder auf der Welt oder in Deutschland? Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Die geilsten Bilder. Es gibt wirklich in Deutschland sehr viele Spots. Sag mal, die Maler sind ja auch irgendwie ständig unterwegs. Und kann ich echt nicht sagen. Die Frage ist schwer zu beantworten. E-Book ist immer zu empfehlen, auf jeden Fall. Und ja, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg. Oder drücken wir es einfach aus, da wo du gemalt hast, sind die meisten Bilder. Ja, nee, es gibt so weit war ich noch nicht unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Ja. Okay. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, mit wem würdest du am liebsten zusammenarbeiten, mit einem Künstler oder hast du gerade was in Planung? Ja, im Moment habe ich was Kleines in Planung, das will ich aber noch nicht verraten. Aber natürlich gibt es eine Menge Künstler, mit denen ich gerne mal was zusammen machen würde. Zum Beispiel Benel Squero hier, der Mexikaner, der hier malt auf der E-Book. Dann Tasso natürlich. Mit Zone würde ich auch gerne mal was machen. Vielleicht passiert ja noch was in Zukunft. Schauen wir mal. Diesen Mann brauche ich eigentlich nicht vorstellen, aber für die, die es nicht kennen, das ist Tasso, eigentlich schon eine Ikone auf seinem Gebiet. Heute auf der E-Book und wenn du jetzt wieder sich umschaust, sind natürlich sehr, sehr viele Graffiti-Künstler unterwegs und du bist ja in dem Geschäft oder in der Kunst schon lange tätig. Wo du damals angefangen hast, welcher Künstler hat dich so inspiriert, dass du ja heute der bist, der du bist? Also ganz am Anfang hat mich erstmal Beat Street inspiriert, weil das war ja noch zu Ostzeiten und das war das Einzige, was graffiti-technisch damals lief, wo ich einfach gemerkt habe, dass das ist etwas, was mir gefällt und was ich machen will. Da müsste man halt jetzt Raymond sagen, aber der war ja einfach eine fiktive Figur. Und als ich dann angefangen habe zu sprühen, gleich nach der Wende, da war es eigentlich vollkommen die Chemnitzer Szene, wo ich dann regelmäßig nach Chemnitz gefahren bin und mir die Bilder angeguckt habe. Und das sind für mich einfach zwei ganz wichtige Namen, Ace und Lee, die malen beide, glaube ich, gar nicht mehr. Und Duster, der damals schon sehr geile fotorealistische Sachen gemacht hat. Später kam noch Earl aus Jena dazu, NDK. Ja, alles schon 20 Jahre, ja. Ja, absolut. Mindestens, ja. Also alles Leute, die teilweise heutzutage ganz andere Sachen machen, weil Earl habe ich neulich erst in Berlin besucht, der jetzt ein Fotograf ist, auch alle auf ihrem Gebiet kreativ was machen nach wie vor, aber nicht mehr unbedingt so mit der Dose zu tun haben. Aber das waren so meine Vorbilder, von denen ich natürlich auch eine ganze Menge lernen konnte. Du hast gerade so viele Spots aufgezählt wie Chemnitz & Co. Dadurch, dass du schon so viel unterwegs gewesen bist und nach deiner Meinung oder deine persönliche Einschätzung, wenn jetzt jemand in Berlin ist oder allgemein auf der Welt, wo sollte derjenige hingehen, um die geilsten Bilder zu sehen? Ganz klar E-Book. Nee, ich kann es nicht so einschränken, weil du siehst ja, das ist ja eine temporäre Geschichte. Und wenn ich jetzt irgendwas empfehle, ist es vielleicht in der Regel schon wieder weg. Ja. Das Ding ist, du hast halt deine bekannten Hall of Fames, wenn du auf Reisen bist. Ich versuche halt, also ich mache es so, immer nach wie vor, selbst wenn ich jetzt immer privat unterwegs bin, man kann es ja heutzutage locker über Facebook kundig machen. Passiert mir halt auch ganz oft, letztens, als ich in Beirut war, dass ich über Facebook da reingeschrieben habe, ich bin da, wer hat Bock mit mir zu malen, gibt es irgendwelche Kontakte und dann melden sich Leute zurück und die zeigen dir dann auch die regionalen Spots, die du einfach auch gar nicht vorher ausfindig machen kannst. Also quasi dein Tipp ist eigentlich,
online am besten nachfragen. Ich bin jetzt zunächst in der Stadt. Wer hat einen Tipp, wo soll ich hingehen? Genau, oder Silvester habe ich letztes Jahr in Italien verbracht, das Gleiche, und habe dann einfach einen Typen getroffen, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, dass der spektakulär gemalt hat, aber der nimmt dich dann an der Hand und dann bist du halt auch sofort mit den Leuten down und die schleppen dich mit nach Hause und Mama kocht einen riesen Topf Macaroni und sowas. Also das ist halt das, was ich am Graffiti auch so sehr liebe. Egal wie du hinkommst, du triffst immer Leute, die das Gleiche machen wie du, und es ist halt wie eine Familie, die nehmen dich auf und du bist überall willkommen. Das ist eigentlich wirklich das Zwischenmenschliche, das ist das Geilste. Absolut. Aber du hast schon gerade angesprochen, die verschiedenen Personen. Du bist ja eigentlich wirklich diese Ikone, aber mit wem würdest du gerne in Zukunft oder hast auch schon ein Projekt zusammen? Na, das Schwierige ist eigentlich, und das geht sicherlich meinen ehemaligen Kollegen von Maclean ähnlich, dass du über die Jahre, die du Gruppen, Konzeptbilder mit anderen gemacht hast, dich doch immer mehr davon entfernst und deine eigenen Bilder malen willst. Also mir fällt es teilweise schwer, mich wirklich auf andere Leute einzulassen. Noch schwieriger ist es aber, dass sich die Leute dann auf mich einlassen. Also ich könnte mit allen möglichen Leuten malen, wenn sie selbst eine gute Idee einbringen. Was ich blöde finde, ist, wenn Leute mich anfragen und sagen, hey Tasso, ich würde gerne mit dir malen, aber dann erwarten, ich habe die Idee, ich male den Background, ich male die Character, und die sind praktisch nur Nutznießer und malen dann ihre Styles rein. Also es gibt jetzt nicht unbedingt Wunschkandidaten, mit denen ich malen müsste, aber es gibt Leute, die ich gerne kennenlernen würde, einfach um mit denen mal zu schnacken. Nach wie vor ist natürlich zum Beispiel Motuso jemand, den habe ich zwar mal getroffen, aber da hat sich sowas auch nicht angeboten. Und dann ist es bei mir halt so, ich bin, was Graffiti betrifft, ein richtiger Toy geblieben in Sachen Blackbook. Bei mir gibt es einfach ein paar Leute, wo ich gerne einen Sketch in mein Blackbook haben würde. Ja. Und da ist Motu sicherlich ganz oben, da gibt es auch eine ganze Menge, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen könnte. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil man hat natürlich viele Fans, die, man muss es mal so ausdrücken, nicht auf Augenhöhe sind, und man würde gerne was mit denen machen, aber da zusammenzukommen, weil das Denken auch teilweise ganz anders ist. Wenn jemand, oder vielleicht willst du deinen Fans vielleicht auch immer sagen, wenn sich jemand bei dir meldet, sagt, ich habe eine Idee, was sollten die denn mindestens mitbringen? Also was ich nicht unbedingt will, ist mit Fotorealisten zusammenmalen, weil den Part übernehme ich ja selbst. Das Ding ist aber, wenn ich dann irgendwo bin, dass meistens die Fotorealisten kommen und mit mir was machen wollen. Und ich habe es eigentlich lieber, wenn man eine Komposition mit Sachen zusammen macht, die ganz anders malen. Also ich habe jetzt eine Wand zum Beispiel vorbereitet in Klaurau, wo ich einfach regionale Styler, also gute Styler hier aus Sachsen, da ist Light dabei, Moba und Rock, und den auch im Hintergrund, im Background vorbereitet habe, meine Charakter daneben setze. Das reicht für mich vollkommen aus, weil ich weiß, die sind flexibel genug. Bei anderen Leuten habe ich es ganz gern, wenn die ganz andere Sachen machen, und man kann das Ganze mal mixen. Also ich habe halt lieber einen guten Comic-Character-Maler oder jemand, der halt ganz abstrakte Sachen macht, wo man guckt, wie findet man zusammen, und ich kann meinen Fotorealismus damit einbringen. Wobei ich auch sagen muss, Fotorealismus langweilt mich inzwischen so sehr, dass ich auch ganz gerne mal was anderes mache, was die anderen aber gar nicht sehen wollen. Sich neu erfinden auf der Seite. So ist es, ja. Vielen Dank für die Infos und schönen Zeit noch auf der E-Box. Danke. Ja.